Konnichiwa! Ey, Servus Kalle hier! Was darf nicht fehlen auf einer Weltreise? Japan, ja? Und wie ich immer so schön sage, Japan ist die aufgehende Sonne der Wagyus. Hier liegt ein richtig geiles Wagyu von der Stefans Farm. Also ruhig auch mal im Internet ein bisschen googeln. Was habe ich auf meiner Reise entdeckt, war natürlich hier die Bittergurke. Die Bittergurke ist auch bekannt, weil es auch das Gericht der 100-Jährigen ist. Ja? Sie ist sehr, sehr, sehr bitter. Wenn man weiß, wie man sie richtig bedient, ist es eigentlich eine Delikatesse und das machen wir jetzt. Wir machen jetzt aus der Bittergurke einen schönen lauwarmen Salat. Dazu schneiden wir die Bittergurke auf. Zieht man das Kerngehäuse hier ganz schön drin. Das holen wir jetzt natürlich raus. So, jetzt kann man es auch besser schneiden. Man könnte hier das Kerngehäuse rausholen. Und schon weg. Und dann gehen wir einfach hin und schneiden schöne kleine Steine. Also die kommen in die Schüssel rein. Das machen wir dann gleich. Das ganze Ding kommt aus Okinawa. Man sagt auch, dass Okinawa mehr Hundertjährige hat, ja, wie Säuglinge. Ich habe es auf meiner Reise sehr genossen. Ich fand es echt lecker. Es ist natürlich nicht so landestypisch, wie wir es kennen. Aber dafür macht man ja so Weltreisen. Ja? Man schaut natürlich, was gibt es, was es bei uns nicht gibt. Wir nehmen hier unsere Limette. Säure drauf. Bisschen Sesamöl. Und das neutralisiert uns ein bisschen den Geschmack. Wichtig ist, dass man es auch schön ausbrüst. Kommen auch die Stoffe ein bisschen raus. Also, ob euch das gerade aufgefallen ist, durch diese Limette kommt das Grün noch viel stärker raus. Ja? Umso mehr man jetzt hier presst. Jetzt muss ich kurz schauen. Ich habe noch in meinem Kistchen ein Wagyu-Fett. Vielleicht gibt mir das auch jemand. Mal so Zauber-Magic-Hände. Also, wenn ihr gleich eine Hand seht, dann war es die Magic-Hand. Hier ist die Magic Hand. Schaut hier die Magic Hand. Die kommt von irgendwo her. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt wohl irgendwo das Händchen her. So, dann nimmt ihr mit dem Messer einfach hier raus. So, dann machen wir das schön hier drauf. Was für ein geiles Geräusch, ja? So macht es Spaß. Wir machen wieder Tomaten. Schön dünn schneiden. Und noch ein bisschen Koriander hier. Jawohl. Ein Mix zwischen Koriander und Petersilie. Dann haben wir hier unser Japan-Gewürz. Das ist auch ein Gewürz, was wirklich fett unterstützend ist. Das haben wir ein bisschen Absicht auch gemacht fürs Wagyu, ja? Weil ich finde, man soll ja auch den eigenen Geschmack von Wagyu noch schmecken. Bisschen Chili. Aber noch ein Zwiebel dazu, ein bisschen. Rote Tomate rein, von der Farbe her.
Apfel schon, schaut echt super aus. So, jetzt haben wir unser Vacuum. Für mich mein großer Star. Wir machen jetzt zwei Geschichten. Wir machen jetzt einmal eins einfach am Stück. Da gebe ich jetzt kein Fett dazu, weil es hat einfach auch relativ Fett. Bei dem anderen schneide ich schöne Scheiben runter. Das schaut natürlich Bombe aus. Wir würzen ein bisschen nach. Wir hauen ein bisschen Soja ran, jawohl. Sesam, geröstet, ganz wichtig. Sind ja in Asien, gehört dazu. Schaut euch mal diese Marmorierung an, der Wahnsinn. Und hier kommt jetzt unsere Superlöffzelle in Einsatz. Löffel zum Rühren, Pinzette. Schaut euch das an, der Wahnsinn. Ohne Worte würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall rentiert sich. Schaut mal auf den Job. Stefans Farm. Und wenn ihr im April oder im Mai was bestellt, kommen wir mal Mai draus. Mai finde ich ein schöner Monat. Ne? Dann sagt ihr einfach Codewort, du bist die geilste Sau, der freut sich, der hat einen Riesenspaß. Das Schöne ist bei Stefans Farm, der hat auch wirklich mal Cuts, die nicht so extrem teuer sind, eher seltener sind, weil man von Mercury nicht so gewohnt ist. Deswegen schaut, kocht nach, habt Spaß. So, das ganze Ding würzen wir jetzt ein bisschen mit Soja. Immer noch ein bisschen den Pok, finde ich immer ganz lecker. Gekonnt ist gekonnt, würde ich sagen. Das kommt kurz auf die Seite. Voilà. Vermengen das, dann haben wir schön lauwarmen Salat mit der frische Bombe. Mega. Mega. Ganz wichtig ist natürlich die Liebe im Detail. Das ist mein Japan. Ja, ich finde es ganz cool. Wir haben das Vacuum. Wir haben wirklich mit der Goya, also sprich mit der Bittermelone oder Bittergurke, einen komplett neuen Geschmack. Ist natürlich eine Geschmackssache. Ich sage euch einfach, probiert's aus, habt Spaß, ja. In diesem Sinne, Japan, geiler Scheiß. Euer Kalle.